Ja, ich lese jetzt nicht alle Antworten vor. Stell mal kurz. Ist im Moment gestern zu reden. Verständnis für Ihre Sorge. Begangene Verletzung der neutralen Zone. Verlassenes Gebiet der Föderation. Ja gut, irgendwie ist der Weg doch noch interessant. Ich versuche es jetzt mal mit. Geben Sie mir einen Give me Moment. a moment to consult with my Garidian guests. Ja, geht I sogar. want to speak with Avakar. I have him on the intercom. Avakar, the captain of the Warbird claims to be your mother. She wants to take you and your companions to stand trial on Garid. Pantara is my mother, Captain. But the Garidian ruling council listens to no one. They don't want the people to hear our message of change. Even if Pantara convinces them to spare me, my companions would never live to stand trial. We request political asylum. Very well. You may stay on board the Enterprise until we have sorted this matter out. Thank you, Captain. Okay. Your son has requested political asylum. He and his companions will remain aboard the Enterprise. You will return to Garidian space immediately. Oh, damit hat er sich ja klar ausgedrückt. Very well. You have won this time, Captain. But I promise you, there will be a next time. Gut, das war jetzt auch ein ganz interessanter Weg. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gemacht habe. The Warbird is heading back toward Garidian space. They are activating their cloaking device. Captain, our new arrivals are requesting to speak with you. Their names are Lucana, Avakar and Tabak. So oder so What are your orders, Captain? Halt die Schnauze, Riker. Ich möchte gerne etwas. I should like to consider the situation a bit further. Genau. Dankeschön. So oder so möchte ich ja ein bisschen umfänglicher das Ganze zeigen. Wie gesagt, es gibt noch andere Möglichkeiten, andere Videos. Eines wäre ja eben, wenn wir einfach rumblödeln, also einfach warten, bis sich die Situation von selber löst. Das hat sich ja auch sonst schon bewährt in der Serie. Ah, vielleicht mal noch die Comms aktivieren. Ja, Serum ist ja. They are not responding. Ah, die antworten gar nicht, okay. Wenn ich Can sie we so beam rufe. The crew off the scout ship? Not at this time. The Warbird's tractor beam is creating too much interference. Ja, ich glaube, die eben diese erste Szene ist auch direkt eine der, wie sagt man dem, der interaktivsten und einfach derjenigen, die am meisten Lösungswege oder Vorgehensweisen bietet. Ich glaube, später haben sie das nicht mehr ganz so konsequent umsetzen können, dass es doch ein bisschen geradliniger, schlauchleveliger, aber ja, es ist trotzdem wirklich ein gutes Spiel geworden, muss man sagen, auch technisch für seine Zeit absolut auf der Höhe. Da den Speer können wir, glaube ich, auch nicht rufen. I cannot raise them. The Warbird is jamming their communications. Genau. Von daher müssen wir zuerst irgendwie anders reagieren. They are not. Ja. Last resort ist, ich warte einfach ab, bis Data dann meldet. Counselor, do you have any thoughts? I'm sorry, Cap. What do you think, number one? The Garidians respect strength. What do you suggest? Maybe we can use... I don't want... Sagt er das jetzt immer? Maybe we can use our phasers. I don't want... Maybe we can use our... Ach so, okay. Ausrichten und nicht feuern. Ich glaube, das gibt kein eigenes Video. Immer mal kurz den Surfer. Aber ich versuch's mal. Maybe we can use our also dann richten wir sie mal aus. That may be too strong an action. Mr. Worf, lock phases onto the Warbird, but hold your fire. Aye, sir. They are locking their disruptors on us. Ja. Wie logisch Antwort. Aber rufen tun sie uns so noch nicht, Riker? Maybe we can use our phasers now. 10% Energie haben wir schon probiert. I don't want to provoke. Dann bleiben wir mal in der Position. They are not. Antworten tun sie trotzdem nicht, war ja zu erwarten. I believe we would defeat them in battle, but we would suffer heavy casualties. Ich habe das übrigens vorher mal so ein bisschen probiert. Also, das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Also die Kämpfe, es gibt ein paar Kämpfe, die man nicht umgehen kann, auch immer noch so picardesk diplomatisch vorgeht.
Die werde ich nicht selber spielen, sondern das Worf überlassen und hoffe, er gewinnt, sonst werde ich die Schwierigkeit kurz runterdrehen, weil das habe ich nie irgendwie gelernt, wie man das spielt. Also ich hatte das Spiel auch da damals schon zu DOS-Zeiten und so, aber das war mir irgendwie zu komplex, wie man das richtig spielt. Von daher, die Kämpfe sind für mich einfach Auto-Win oder halt Reload, was auch immer. Gut, würde mich mal übrigens interessieren, wenn das wer liest und das selber gespielt hat, also die Kämpfe meine ich jetzt, ob das irgendwie sinnvoll und gut zu steuern ist, nicht einfach zu blöd für was. Perhaps we should attempt to break the tractor beam. Das war glaube ich nicht die Meldung, die ich gemeint habe, aber mal abwarten. Das, ich glaube, den Vorschlag hätte er auch gemacht, wenn ich ihn gefragt hätte. Habe ich ihn vorhin sogar schon gefragt, ne? Nein, I'm not willing to take it. Jetzt eigentlich noch nicht machen. Ich warte immer noch auf die Meldung wegen der Selbstzerstörung, müsste eigentlich auch so noch kommen, auch wenn ich jetzt schon ein paar Sachen gemacht habe. Wenn es dann gar nicht mehr kommt, werde ich halt nochmal anfangen und euch das dann mit einem Zeitsprung ersparen. Aber jetzt wollte ich eigentlich, wo war ich jetzt? Wegen der Station. Ja, eben, wenn das jemand gespielt hat und das irgendwie erfolgreich im Griff Maybe hat. Maybe we can use our phasers now. Oh, nein, Riker. Wir I don't want die to Phaser nicht benutzen. Counselor, do you have any thoughts? I'm sorry, Captain, but I don't have any suggestions right now. Gut, das, wie gesagt, das werden wir noch öfters hören. Gut, ich glaube, ich warte jetzt einfach mal ab und schaue, ob das noch kommt. Und sonst, sollte das nächste Mal, wenn ihr das seht, kommt dann hoffentlich die Meldung von Data. Sensors are detecting an energy buildup within the scout ship. I believe they have activated a self-destruct mechanism. Jo, genau, darauf habe ich doch eigentlich gewartet. Also. Can you beam the scout ship crew aboard? We cannot establish a transporter lock. There is too much interference from the Warbird's tractor beam. I estimate that the scout ship will self-destruct in approximately 1 minute. Ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal warten, das habe ich ja vergessen. Das war jetzt mal die erste Warnung von Data sozusagen. Aber das Video, das dann am Schluss kommt mit der Selbstzerstörung, das hatte ich zumindest vorher noch gar nicht gesehen. Ich glaube, das kommt tatsächlich nur, wenn man abwartet, weil ja, das ist halt nur das Video für die Selbstzerstörung. Gut, auf alle Fälle. Perhaps we should attempt to break the tractor beam. Ja, das haben sie vorher nicht darum vorgeschlagen. Das machen sie, glaube ich, nur, weil ich sie schon angequatscht habe. Ich möchte I'm not willing to take that risk. Trotzdem nicht auf mich nehmen. Das wäre dann eigentlich der Weg, den ich am Ende dann wirklich machen will. Also es spielt, glaube ich, keine Rolle, weil Punkte in dem Sinn gibt es ja nicht. Und ich glaube nicht mal wie in den also in den Adventures von den Originalserien so eine Art Bewertung. Da gab es, glaube ich, eine Bewertung von 0 oder 1 bis 100. Hat auch nicht wirklich Auswirkungen, soviel ich weiß. Aber ich glaube, hier gibt es nicht mal das. Also es gibt schon so eine Art ein Debriefing, aber da sagen sie, glaube ich, einfach, sie sind zufrieden oder halt nicht. Und es kann dir relativ egal sein, wenn es mir wichtig ist. Ja, dann, wie ist denn das jetzt mit dieser Selbstzerstörung? Es dauert, glaube ich, länger wie eine Minute. Hat es jetzt wahrscheinlich schon gedauert. Ja, wieder werde ich es dann rausschneiden, wenn es Zufahrt ist. Jetzt bin ich zwar am Quatschen, aber so interessant ist das ja nun auch wieder nicht. Ah, ich habe schon wieder einen Timesink entdeckt. Juhu, das ist zwar kein echter Timesink, aber... Dum-dum. Riker. Maybe we can use our phaser. Ja, sehr kreativ, Nummer 1. Sehr kreativ. I don't want to provoke them, Number 1. Ich mache einen Sichtbildschirm, wobei Number 4 ihn auch schon gesehen. Da, hier sehen wir den Sektor, wo wir sind. Relativ logisch. Momentan fliegen wir mit 0,0 Warp, beziehungsweise wir stehen still mit 0,0 Warp.
Was wäre denn hier eigentlich? Items oder? Nee, weiß gar nicht. Ich glaube, auf dem Schiff ist hier gar nichts, oder doch? Ah, werden wir noch sehen. Keine Ahnung. Aber sonst, wie gesagt, aufs Holodeck Game bringt jetzt nichts. Das wird perhaps we should attempt to under screen. I'm not willing to. Und da würde dann Data bestimmt nicht melden, dass jetzt das andere Schiff sich zerstört. They are not respond. Ja, es bleibt uns, glaube ich, einfach nur warten. Vielleicht dauert es sogar länger, wenn ich da noch irgendwelche andere Stationen anwähle, weil dann vielleicht der Timer irgendwie ja, nicht zurückgesetzt oder was weiß ich, vielleicht doch wird. Also, ich lasse es jetzt mal bleiben.